Ich sag euch mal was. Es ist nichts vornehm daran, arm zu sein. Ich weiß, wie es ist, reich zu sein, und ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Und ich ziehe reich sein vor, wenn ich die Wahl habe. Ja. Ja. Denn wenn ich schon Probleme habe, sitze ich als reicher Mann wenigstens auf dem Rücksitz einer Limo, trage einen 2.000-Dollar-Anzug und eine verfickte goldene 40.000-Dollar-Uhr. Studios, sagt euch drum, verpasst ihr meine. Und wenn ihr jemand der Meinung ist, ich wäre oberflächlich oder materialistisch, dann besorgt euch einen Job in einem verfickten McDonald's, denn da gehört ihr dann verdammt nochmal hin! Aber bevor ihr diesen Raum voller Gewinner verlasst, seht euch nochmal genau die Person neben euch an. Na los! Denn irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft haltet ihr an einer Ampel in eurem zerbeulten alten Dreckspinto und genau diese Person steht plötzlich direkt neben euch in einem nagelneuen Porsche. Und einer wunderschönen Frau an der Seite mit beneidenswert pompösen Titten. Und neben wem sitzt ihr dann? Neben irgendeiner ungepflegten fetten Kuh mit 3 Tage Damenbart und ärmellosen Hausmütterchenkleid, eingequetscht zwischen euch und den Fressalien von dem Billiganbieter. Neben so einer sitzt ihr dann. Und jetzt hört mir genau zu. Habt ihr gerade euer Konto überzogen? Gut, nehmt den Hörer und fangt an zu wählen. Will euer Vermieter euch rausschmeißen? Gut, nehmt den Hörer und fangt an zu wählen. Hält eure Freundin euch für einen scheiß nutzlosen Versager? Gut, nehmt den Hörer und fangt an zu wählen. Ich will, dass ihr eure Probleme bewältigt, indem ihr reich werdet. Und alles, was ihr heute dafür tun müsst, ist den Hörer abzunehmen und die Worte zu sagen, die ihr von mir gelernt habt. Dann mache ich euch reicher als die fettesten Geldsäcke, die dieses geile Land jemals gesehen hat. Ich will, dass ihr da rausgeht und euren Kunden mit allem Nachdruck Steve Madden-Aktien so tief in den Rachen stopft, dass die Arschlöcher daran ersticken. Dass sie daran ersticken und bei euch 100.000 Anteile kaufen, das will ich von euch. Seid grausame Krieger. Seid gnadenlose Henker. Eine Armee von Telefonterroristen! Jetzt zeigen wir diesen Flachwechsel, wo es lang geht! Sie sperren uns wie Tiere in einen Käfig, weißt du? Und jetzt wollen sie rausfinden, wer von uns die Löwen und wer die Opfer sind. Ich glaube, wir stehen etwas höher auf der Evolutionsleiter als Schimpansen. Es macht keinen Unterschied, für wie entwickelt du uns hältst. Sperrst du Tiere lange genug ein, fangen die Starken an, die Schwachen zu fressen. Ich fordere Sie respektvoll auf. Lassen Sie die Waffe fallen. Knien Sie sich hin und nehmen Sie die Hände hoch. Ich knie nur vor Gott. Und den sehe ich hier nirgends.